Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein weiteres Rezept für ein gesundes Pfannenbrot und zwar aus nur drei Zutaten. Geht ruckzuck und ist super lecker. Also unbedingt dranbleiben. Wir brauchen ca. 500 Gramm geschälte Kartoffeln, 150 Gramm Tapiokastärke, ihr könnt aber auch eine andere Stärke nehmen und für das Kochwasser haben wir einen Teelöffel Salz. Und das war's auch schon mit den Zutaten. Die Kartoffeln, die können wir jetzt einfach grob schneiden. Und jetzt kommt unser Salz in den Topf. Und dann werden wir die Kartoffeln für circa 10 bis 15 Minuten kochen, einfach bis sie weich geworden sind. Genau, die kommen jetzt alle da rein. Wenn unsere Kartoffeln fertig gekocht sind, lassen wir sie gut auskühlen. Sobald unsere Kartoffeln abgekühlt sind, können wir sie mit einer Gabel zerdrücken. So, das sieht jetzt ganz gut aus. Jetzt werden wir nach und nach ein bisschen von unserer Stärke reintun. Also immer mal wieder ein bisschen und vorsichtig mischen alles. So sollte es am Ende aussehen. Jetzt ein paar Minuten geknetet, aber alles schön vermengt. Genau. So, jetzt werden wir uns ein bisschen von dieser Masse nehmen. Nehmen wir mal erstmal so ein Klümpchen hier. Dann werde ich mein Brett mit etwas Stärke bestäuben sozusagen. Und jetzt werden wir ganz vorsichtig so eine Fladen formen. Ich will die auch nicht zu groß machen, weil ich nicht weiß, ob sie sonst auseinanderfallen. Ups, etwas laut. Ich denke mal, ich werde den ersten erstmal in dieser Größe machen. Genau. So, nach ein paar Minuten können wir vorsichtig schauen. Oh, wow. Der sieht ja schon super aus. So, dann lassen wir den von der Seite auch noch mal einige Minuten brutzeln. So, den werde ich jetzt noch mal wenden. Wow. Jetzt bläst sich das ja auf wie ein Ballonbrot. So, den ersten werde ich schon mal rausnehmen. Also der flacht noch mal ab, wenn man ihn rausnimmt.
Ja, und jetzt mache ich mit dem Rest genau das Gleiche. Hier habe ich die nächsten schon etwas größer geformt und zack. Genau, das mache ich jetzt mit dem Rest genauso und dann zeige ich euch das Endergebnis. Den zweiten kann man jetzt auch schon vorsichtig wenden. Zack. Oh wow. Das riecht so toll. Das zweite Brot kann man auch schon rausnehmen. Genau. Hier ist das fertige Brot. Ich zeige euch mal eins. Ich mache das mal hier auf. Also so sieht es aus. Das riecht total lecker. Super, super gut gelungen. Und so sieht unser fertiges Brot aus. Ich habe insgesamt 7 rausbekommen aus der Masse. Und jetzt kann man sich die einfach wie ein Wrap belegen zum Beispiel oder auch so essen. Schmeckt beides super gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder ein Abo. Darüber freue ich mich sehr. Und dann sage ich bis zum nächsten Video.